So, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Sports Gaming Channel. Heute ein neues Snowboard Gaming Spiel erschienen. Hier habt ihr die PlayStation 5 Version von mir. Ich möchte euch in den nächsten Minuten mal ein bisschen in einem angespielt Video zeigen, was das Spiel inhaltlich zu bieten hat und natürlich auch einen Ersteindruck vermitteln, wie mir das Ganze gefällt. Zuerst einmal, das Spiel ist heute am 6.12. offiziell erschienen. Im PSN Store kostet es gute 30 Euro und ihr habt einen Karrieremodus, dann könnt ihr auch auf den ganzen Skigebieten im Prinzip Free Riding machen, also sprich ohne irgendwelche Missionen, ohne irgendeinen Karrieremodus losgelöst, einfach snowboarden, einfach fahren, einfach Tricks üben, so wie ihr wollt. Und es gibt auch einen Online-Multiplayer mit bis zu 16 Spielern. So, ihr seht es jetzt hier, Charakter bearbeiten. Ich möchte gar nicht jetzt hier in die Tiefe gehen, weil das hier gar nicht so interessant ist. Ich möchte euch einfach nur zeigen, dass ihr natürlich mit entsprechenden Missionsherausforderungen und dort einem gewissen Scoring auch Sachen wie Kopfbedeckung, wie Brillen, Masken, Oberteile, Handschuhe, Hosen, Schuhe, Bindungen und natürlich Boards, Accessoires grundsätzlich freischalten könnt. Hier seht ihr das, da wo natürlich ein Schloss vor ist, das habe ich noch nicht. Andere Sachen gibt es schon und das sind natürlich auch entsprechend offizielle Ausrüstungspartner im Bereich Ski, Klamotten, Ski, Sachen, Snowboarding. Ja, also das gehört hier mit dazu und ist demnach auch offiziell lizenziert. Das ist jetzt eigentlich das interessanteste Menü und bevor ich noch dazu komme, nochmal ganz kurz auch der Hinweis von mir, das sage ich aber in den Videos eigentlich immer, das Spiel hat eine sehr, sehr stylische Musikuntermalung, ich habe sie aber komplett ausgemacht, um nicht eine mögliche Urheberrechtsverletzung zu begehen. Ich denke, das ist ja auch in eurem Sinne, daher ist es aus, aber die Musik passt wirklich sehr, sehr gut dazu. Hier seht ihr das, also Story oder Freeride, ja, dann habt ihr hier die Skigebiete, die natürlich auch alle im Story-Modus erst einmal freigeschaltet werden wollen. Ich bin jetzt hier im ersten Skigebiet unterwegs und muss entsprechende Missionen machen. Da werden wir gleich mal zu kommen, wie das Ganze aussieht. Wir haben hier insgesamt mit Frozenwood den Gebirgspass, Petrov, Elysium, Corvo, Gnana, Invincible, 7 Skigebiete, dann könnt ihr hier auch schauen, ob ihr da zu den Missionen direkt geht, zu alle oder spawnt. Aber ich glaube eigentlich fast, dass das eher bei Freeride interessant wäre, wo ihr da startet, würde ich jetzt mal sagen. Weiß jetzt nicht so genau, ist jetzt nur eine Vermutung. Und hier könnt ihr dann entsprechend die ganzen Missionen starten. Hier seht ihr schon welche, wo ich schon mal ein Scoring geschafft habe. Unten seht ihr das ganz gut. Ich will euch jetzt hier einfach mal ein paar Missionen zeigen. Nehmen wir mal das Flaggenklatschen, damit ihr einfach mal ein Gefühl bekommt, wie unterschiedlich das Ganze ist. Ich will zu dem Karrieremodus inhaltlich gar nicht so viel sagen. Ihr werdet es jetzt auch gleich anhand des ein oder anderen Dialogs hier sehen. Es geht im Prinzip um ja eine junge, gute Truppe. Die haben ein super Können auf der Piste, haben kein Budget. Sie werden dann von einer Dame entdeckt und so ist das ein bisschen aufgebaut. Kann man nebenbei so mitnehmen und lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen mal ins Gameplay rein. Someone put a flippin' flag over our jump. We spent all morning on this thing. Ugh, no worries. This might make it more fun. We're taking this flag out. Follow me. Ihr seht's jetzt hier. Das ist eine ganz einfache Sache. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Da muss ich bloß eine Flagge umfahren und im Prinzip so lange wie möglich dann in der Luft stehen. Das ist jetzt was ganz Einfaches, aber ich möchte euch das einfach trotzdem zeigen. Dort hinten diese Flagge. This track is ours. Ja, bis hier wird die Airtime quasi gerechnet. Das ist eine ganz einfache Mission. Ja, hier seht ihr es mit 189 Punkten gerade, 307 war mein Bestes, also habe ich jetzt gar nicht so einen mega guten Absprung gehabt. Und jetzt gehen wir mal hier drüber. Hier müsste ich jetzt Flaggen einsammeln, das will ich jetzt aber gar nicht zeigen. Ich möchte euch einfach da mal ein bisschen Abwechslung bieten. So.
Das können wir eigentlich mal machen. Das ist eine neue Herausforderung. Ihr seht es jetzt hier. Ah, schade. Backflip. Ja, das war ein bisschen sehr optimistisch gedacht. Und ihr seht es jetzt hier. Hier ist jetzt im Prinzip meine Aufgabe, so spektakulär wie möglich zu fahren, Punkte natürlich zu machen. Das versuche ich natürlich jetzt auch. Und oh, it's Lisa. Schauen wir mal. Hey Lisa. Hey, how are my favorite shredders going? Has Flaggy Buster gone viral yet or what? Hell yeah, we've got like 50 likes already. 50? Das ist also die YouTube-Kanal-Story. So ein bisschen dahinter, ihr seht es. Ja, ist ja okay. Welcome to the voicemail of 540 Indy. If you'd like to leave a message, his phone is always turned off, lost or both. Whoa, holy cow, look at that grid. Lisa, I just spotted something even better than flags. I gotta go. What? What's going? We're gonna follow that rider and get some sick shots. Ihr seht es jetzt hier. Ich muss jetzt diesem Border quasi folgen, ohne erwischt zu werden. Ist auch interessant. Und dann starten wir das einfach mal. Das habe ich auch noch nicht gespielt, wie ihr vielleicht gerade auch erkennen konntet. So, dem folgen wir jetzt mal. Ja, das ist jetzt noch kein dolles Scoring. Ja, der war schon ganz gut. Der war ganz nett eben. Ja. Muss ich mal ein bisschen bremsen hier. Ich soll ihm ja nicht so auffällig folgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, jetzt habe ich hier die Piste verpasst. Was natürlich sehr schade ist für die Punktezahl. Ah, das habe ich auch nicht gut genutzt. Okay, try to keep up, but don't get too close. We're trying to be cool here. Ah, okay. Jetzt habe ich sogar die Spur verloren. Okay, wir machen es jetzt einfach mal nochmal. Das fand ich eben gar nicht so. Jetzt muss ich bis da unten wieder fahren. Okay, ist egal. Kann euch ein bisschen natürlich dann auch hier was zum Gameplay sagen. Also ich muss sagen, ich habe natürlich schon einige Spiele gespielt. In den letzten Jahren auch, was Snowboarding als Inhalte hatte. Allen voran die Spiele von Ubisoft. Riders Republic zum Beispiel, was ich auch komplett eigentlich ganz cool finde. Ist halt ziemlich strange gemacht, ne? Ah, hier kann man schon mal ein bisschen üben, wie ihr seht. Und Steuerung geht auf jeden Fall sehr gut von der Hand. Ich finde einfach, dass das Spiel rein von der Steuerung bis jetzt das Beste ist und vom Gameplay, was ich in dem Bereich selber gespielt habe, spielt sich sehr griffig, die Pisten wirken sehr stimmig, das Gefühl auf der Piste ist sehr, sehr gut. Hoffe, ich kann das dem einen oder anderen, der im Snowboard-Sport von euch natürlich sicherlich sehr viel mehr Ahnung haben wird als ich, so ein bisschen auch damit begründen oder beziehungsweise euch das so ein bisschen näher bringen. Ist ein Spiel, was wirklich Spaß macht. Es macht wirklich Spaß. Und klar, 30 Euro ist Geld. Aber ich sage so von meinem Ersteindruck her, das, was ich bis jetzt hier in dem Spiel gesehen habe, das könnte sich für Leute, die damit was anfangen können, durchaus lohnen. Ich glaube, das darf man an der Stelle schon mal so sagen. So, wir fahren jetzt hier mal weiter. Na, ihr könnt immer versuchen hier auch weitere Tricks zu üben. Wie gesagt, das könnt ihr im Freeriding machen. Das könnt ihr
natürlich bei solchen Missionen machen. Und wie gesagt, es macht sehr viel Spaß. Dass ich natürlich jetzt die Musik ein bisschen rausgenommen habe wegen Urheberrechten. Denke, das können viele von euch verstehen. Denn mir nützt es nichts, euch ein schönes Video zu präsentieren, wenn es einen halben Tag später gesperrt wird. Und das möchte ich einfach damit vermeiden, aber möchte ganz klar sagen, das Spiel hat sehr, sehr gute Musik, was auch super gut dazu passt. So, jetzt versuchen wir nochmal hier raufzukommen und dann denke ich mal, habe ich euch auch ein bisschen... Oh! Ah, nicht geschafft, darauf zu springen. Jetzt holen wir mal ein bisschen Schwung. Und L2. Ah, okay. Und wie gesagt, das scheint mir ein richtig gutes Spiel in diesem Bereich zu sein. Das ist wirklich mein Ersteindruck und dabei bleibe ich auch. Ich denke, das kann man schon so anbieten. Ich werde euch in den nächsten Tagen noch ein Testvideo zu dem Spiel veröffentlichen, werde natürlich noch ein paar Missionen selber spielen und denke mal, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Wie gesagt, das freie Fahren auf den Strecken, denke ich mal, muss ich euch jetzt nicht noch gesondert zeigen, denn das ist ja im Prinzip nichts anderes, als ich jetzt hier eben gerade gemacht habe. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo als Support da lasst, wenn ihr einen Daumen da lasst. Und wie gesagt, die nächsten Tage gibt es dann noch den entsprechenden Test auf meinem Kanal. Dafür muss ich mir im Spiel aber noch ein bisschen tiefer einige Sachen anschauen. Und dann sage ich Dankeschön an euch, habt weiterhin eine gute Zeit, genießt die Vorweihnachtszeit. Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.